Heute nehmen wir uns mal dieses schöne Buch, Tom Waits Musik und Mythos von J.S. Jacobs, schlagen wahllos eine Seite auf, 116, und lesen die darauf befindliche Anekdote vor. Viel Spaß! Auf VH1 Storytellers erinnerte sich Waits an einen Abend, als er allein in seinem Zimmer im Chelsea saß und versuchte, den Film Der Ritt zum Oxbow anzusehen. Der Film war noch nicht einmal zur Hälfte gelaufen, als plötzlich die Türe aufging, ein fremdes Pärchen den Raum betrat und sich streitend setzte. Waits thronte auf dem Bett, sah ihnen beim Streiten zu und verpasste seinen Film. Es stellte sich heraus, dass die beiden zuvor in seinem Zimmer übernachtet und den Schlüssel behalten hatten, damit sie später wieder hinein konnten. Waits wies darauf hin, dass sie nicht bleiben könnten und dass sie sein Abendprogramm störten. Die augenscheinlich einzige Möglichkeit, die beiden loszuwerden, war, ihnen ein anderes Zimmer zu bezahlen, also gab Tom dem Typen einen 50-Dollar-Schein. Als der Kerl dann auch noch mit dem Wechselgeld bei ihm auftauchte, war Tom richtig angepisst. Nach diesem Vorfall verließ Tom das Chelsea und mietete eine kleine Wohnung in der Nähe. Er wurde sogar Mitglied bei der McBurney YMCA, um sich körperlich fit zu halten. Sein Leben als New Yorker hatte begonnen. Diese und weitere tolle Anekdoten und Geschichten über Tom Waits, sein Leben und seine Arbeit in diesem Buch Tom Waits Musik und Mythos von J.S. Jacobs.